Leute, ich begrüße euch zu einer weiteren Folge von den besten Karten in Yu-Gi-Oh!, dem Format, in dem ich euch in jeder Folge 5 Karten zeige, die ich persönlich zu den besten Karten in ganz Yu-Gi-Oh! Zähle. Bitte beachtet, dass ich in diesem Format hier maximal eine verbotene Karte pro Folge dran nehme, denn die sind ja relativ lame, also man kann sich zumindest denken bei den meisten verbotenen Karten, warum sie sehr gut sind. Deswegen will ich das Format nicht mit denen überfluten, aber eine verbotene Karte pro Folge ist möglich. Und ihr könnt mir gerne jederzeit in die Kommentare schreiben, welche Karten ich mal in diesem Format erwähnen soll und was ihr von den Karten haltet, die ich heute zeigen werde. Und dann würde ich sagen, fangen wir jetzt direkt mal an. Heute beginnen wir mit der Karte Aleister der Beschwörer und die Karte ist unfassbar wichtig in Invoked, einem der stärksten Decks, die überhaupt rumlaufen, und dieses Deck ist unfassbar generisch als Engine für diverse Kombinationen, beispielsweise ja Invoked Windwitch oder auch Invoked Magnite, wie auch immer, da kann man einiges rausholen und der Aleister ist in jeder dieser Variationen die wichtigste Karte des Themas, weil die einfach richtig praktisch ist und quasi auch, naja, elementar ist, um irgendwas zu rufen. Wir hatten bereits den guten Mechaba in diesem Format, der ist das beste Fusionsmonster vom Thema, aber ich wollte auf jeden Fall auch nochmal über den Aleister reden, weil der halt noch wichtiger ist fürs Thema, sagen wir es so, weil ohne ihn geht gar nichts. Die Karte ist ein Stufe 4 Hexermonster mit der Eigenschaft Finsternis und den Werten 1000, 1800 und dem Effekt, während des Spielzuges eines beliebigen Spielers, du kannst diese Karte von deiner Hand auf den Friedhof legen und dann ein Fusionsmonster wählen, das du kontrollierst, es erhält bis zum Ende dieses Zuges 1000 ATK und Death. Falls diese Karte als Normalbeschwörung beschworen oder aufgedeckt wird, du kannst deiner Hand eine Beschwörung von deinem Deck hinzufügen. Und das ist quasi der Fusionsspell von diesem Deckthema, also die Invocation. Und die ist richtig nice. Mit der kann man quasi ein Fusionsmonster rufen, indem man Materialien von der eigenen Feldseite, vom eigenen Friedhof oder vom Friedhof des Gegners nimmt. Und das bedeutet, selbst wenn man Aleister weggelinkt hat schon oder so, kann man ihn trotzdem als Material für die Fusion benutzen. Das heißt, man kann quasi Aleister normeln, dann die Invocation raussuchen, dann irgendwas Special noch, ein Link-Monster bauen, das halt Pfeile nach unten hat, und dann kann man einen Mechaba beispielsweise bauen, indem man halt Aleister vom Friedhof wegbanisht für die Fusion, was richtig cool ist. Und dann braucht man halt im Falle von Mechaba noch ein Lichtmonster zusätzlich, aber das ist halt kein Problem, wenn man Invoked in einem Thema spielt, das halt auch Lichtmonster spielt. Und dementsprechend ist das verdammt gut. Und wenn man dann auch hingeht, den Friedhofseffekt von der Invocation einzusetzen, dann bekommt man den Aleister zurück auf die Hand und kann die nächste Runde einfach nochmal normeln und wieder eine Invocation suchen für eine weitere Fusionsbeschwörung. Das heißt, man kann quasi once per turn im Endeffekt ja einen Mechaba bauen oder auch andere Monster wie beispielsweise Pogatrio, das Feuerfusionsmonster von Invoked, was auch ziemlich gut ist. Und du kannst mit der Karte hier sogar noch ja einen Handtrap-Effekt machen und da wird quasi ein Fusionsmonster deiner Wahl etwas stärker, was ziemlich gut ist, weil halt zum Beispiel Mechaba gar nicht mal so stark ist und damit kann man nicht über alles drüber gehen, was der Gegner hat. Deswegen ist dieser kleine Handtrap-Effekt von der Leister auch ziemlich praktisch und für den OTK mit Pogatrio, dem Feuermonster, wie gesagt, ist das auch gar nicht mal so übel. Also das kann sich echt sehen lassen, selbst dieser Handtrap-Effekt. Aber einfach diese Normal Summon Search mit Aleister ist unfassbar wichtig fürs Deckthema und da Invoked einfach generell eine so unfassbar generische, gute Engine ist, die man überall reinsplashen kann so ein bisschen, vor allem wenn man halt ein Lichtdeck spielt, das halt nicht unbedingt die Normal Summon braucht, wie halt Windbridge oder Magnite, da ist diese Karte richtig, richtig gut und in dieses Format gehört sie auf jeden Fall. Doch die nächste Karte ist auch ziemlich relevant und zwar die Karte Fehler bzw. Mistake, ein sehr bekanntes Floodgate, und zwar ist es eine permanente Fallenkarte mit dem Effekt, kein Spieler kann seiner Hand Karten von seinem Deck hinzufügen, außer indem er sie zieht. Und diese Karte ist richtig praktisch, wenn man First geht, bzw. wenn man nach dem Siden weiß, dass man First gehen darf. Weil dann kann man das reinsiden, um den Gegner extrem zu behindern. Das Problem ist halt, dass die meisten Decks sehr viel suchen wollen. Beispielsweise so Decks wie Zephra oder so suchen einfach ständig irgendwas raus. Und mit Fehler kann man das komplett unterbinden. Und das ist richtig praktisch, denn wenn man First geht, kann man einfach selbst sich alles zusammensuchen, irgendwas aufbauen, dann Fehler hinsetzen und dann darf der Gegner in seiner Runde nicht searchen. Und ihr dürft dann zwar auch nicht mehr searchen, aber ihr habt ja schon alles, deswegen ist es kein Problem. Der Fehler ist eine richtig gute Floodgate-Karte, die man nie vergessen sollte und aktuell sieht sie wieder ein bisschen Play, was ich sehr cool finde, weil, naja, ich habe so ein bisschen gedacht, okay, vielleicht ist die Karte nicht mehr schnell genug für Yu-Gi-Oh!, weil sie halt als Floodgate relativ langsam ist, sag ich mal, du musst sie erstmal hinsetzen und es gibt halt krassere Floodgates, wie beispielsweise Anti-Spell, deswegen wird Fehler nicht mehr so krass häufig gespielt, aber aktuell ist sie wieder ein bisschen beliebter geworden, was ich sehr cool finde und die Karte ist halt auch grundsolide. Ich meine, jedes gute Themendeck sucht einfach im laufenden Bande und damit kann man das komplett unterbinden und wenn der Gegner dagegen kein Out hat und vielleicht auch keine gute Hand hat, hat er ziemlich schnell mal verloren.
Doch jetzt geht es weiter mit einem Panel-Monster, und zwar mit der Karte Oberster König Drachenfinstergewürm. Ein Stufe 4 Drachenmonster mit der Eigenschaft Finsternis und im Panelbereich 5-5. Und die Karte hat 1800 ATK und 1200 Def. Und die Karte hat den Pendel-Effekt. Once per Turn, falls du keine Monster kontrollierst, du kannst ein Oberster König Tor-Pendel-Monster von deinem Deck in deine Pendelzone legen. Außerdem kannst du für den Rest dieses Spielzuges keine Monster als Pendelbeschwörung beschwören, außer Finsternis-Monstern. Und der normale Monster-Effekt ist hier der relevante. Falls diese Karte als Normal- oder Spezialbeschwörung beschworen wird, du kannst deine Hand ein Oberster König Tor-Pendel-Monster von deinem Deck hinzufügen. Falls sich diese Karte in deinem Friedhof befindet und du keine Monster kontrollierst, du kannst diese Karte als Spezialbeschwörung beschwören. Du kannst jeden Monster-Effekt von Oberster König Drachenfinstergewürm nur einmal pro Spielzug verwenden. Und diese Karte hier ist absolut große Klasse in Pendeldecks aktuell, weil das Problem ist, dass man Elektromite rausbekommen möchte, bevor man gependelt hat. Das ist unfassbar wichtig, weil sonst kann man ja nicht viel enablen, ne? Weil sonst pendelst du für Elektromite und kannst dann danach nichts mehr aufbauen, weil du quasi die Normal Summon und deine Pendelbeschwörung draußen hast. Und das ist halt blöd. Aber mit Drachenfinstergewürm kann man das kompensieren. Denn du kannst die Karte beispielsweise mit Drachenschreien in den Friedhof legen, vom Deck aus, oder auch mit Foolish. Dann kannst du sie specialen und dann sucht sie sofort ein Oberster König Tor 0 raus. Und Tor 0 ist ein Effektmonster, ein Pendelmonster, mit einem Pendelbereich von 0-0. Und das Ding kann alles pendeln, was du möchtest. Es hat keine Restriktionen. Also du kannst damit pendeln, was du willst. Und das ist richtig nice, weil dann hast du Drachenfinstergewürm aufs Feld bekommen, ohne was zu normeln. Und du hast direkt eine Low Scale, die besser nicht sein könnte. Versteht ihr? Und wenn man dann was dazu normelt, kann man direkt ein Elektromite bauen. Und dann kann man halt den Effekt von Elektromite nutzen und danach dann pendeln. Und das ist unfassbar nice. Das ist eine richtig wichtige Combo und Drachenfinstergewürm ist aktuell nicht ersetzbar. Die Karte ist richtig, richtig gut und deswegen, naja, hat sie auf jeden Fall den Platz in diesem Format hier verdient, ganz klar. Und in dem besten Deck aktuell, Pendulum Magicians, ist das hier definitiv ein Staple. Richtig gute Karte, auch wenn sie lange Zeit lang ein bisschen belächelt wurde, mittlerweile ist sie einfach verdammt wichtig geworden. Doch tatsächlich haben wir jetzt noch ein Monster, was ähnlich funktioniert, und zwar die Karte Abgrundschauspieler Vorspieler. Aber die Karte ist nicht ganz so gut, aber trotzdem sehr relevant. Die Karte ist ein Stufe 4 Panel-Monster mit der Eigenschaft Finsternis und den Typen Unterwäldler und den Werten 1100, 1000 und im Pendelbereich 7-7 und den Pendel-Effekt. Falls du keine Monster kontrollierst, du kannst diese Karte als Spezialbeschwörung von deiner Pendelzone beschwören. Du kannst diesen Effekt von Abgrundschauspieler Vorspieler nur einmal pro Duell verwenden, was vollkommen egal ist, weil man das Ganze eh nur einmal einsetzen möchte. Und der Monster-Effekt? Diese Karte erhält 1100 ATK, falls du keine anderen Monster kontrollierst, was schon mal ganz cool ist. Once per Turn, du kannst einen Abgrundskript-Zauber von deinem Deck auf den Friedhof legen, füge deiner Hand ein offenes Abgrundschauspieler Pendelmonster von deinem Extra-Deck hinzu, was vollkommen scheißegal ist. Es geht darum, dass man die Karte einfach so am Start der Runde in die Pendelskala ausspielen kann und dann specialen kann. Und das ist richtig, richtig gut, weil dadurch bekommst du einfach eine Free-Special-Summon von einem Pendelmonster. Und genau das möchtest du, wie gesagt, haben. Wenn du mal nicht den Drachenfinstergewürm hast, den wir eben besprochen haben, kann man damit trotzdem, mit dieser Karte hier, ein Elektromite bauen. Und das ist halt richtig, richtig gut. Du kannst einfach irgendwas normeln und dann kannst aus dem Vorspieler, den du halt gespecialt hast durch seinen Effekt und dem genormelten Monster, ein Elektromite bauen und dann kannst du noch pendeln. Also die Pendelbeschwörung ist quasi noch nicht raus, aber der Elektromite ist halt schon beschworen. Und genau das willst du halt in Pendulum Magicians auf jeden Fall hinbekommen. Oder auch in Zephra beispielsweise. Und deswegen sind solche Karten aktuell ziemlich relevant. Und ich muss beide hier mal ansprechen. Der Vorspieler ist so ein bisschen, naja, optional. Den muss man nicht spielen. Der macht immer einen guten Job, wenn man ihn zieht. Und ansonsten spielst du halt den Drachenfinstergewürm. Der wird eigentlich immer gespielt. Und diese beiden Karten sind auf jeden Fall ein gutes Team. Und die machen die Pendeldecks aktuell auf jeden Fall wesentlich stärker. Und das ist sehr wichtig, um sich halt gegen, naja, To Draco beispielsweise behaupten zu können. Doch um die Folge abzuschließen, habe ich jetzt nochmal eine verbotene Karte, und zwar die Karte Dimensionsfusion. Eine normale Zauberkarte, die echt lustig ist aus heutiger Sicht. Zahle 2000 Life Points, beide Spieler beschwören so viele ihrer aus dem Spiel entfernten Monster, wie ihnen möglich ist. Stellt euch das mal vor, in der heutigen Zeit. Dieser Effekt wäre so unfassbar broken. Ich meine, man kann mit der Karte hier einfach mal 5 Monster specialen, ohne die Battlephase aufzugeben. Das ist quasi Seelenlast in unfassbar unfair mit niedrigen Kosten. Ich meine, klar, der Gegner darf auch was holen, aber wenn ihr gezielt ein Banisher-Deck spielt, ja, und der Gegner nicht, dann wird er nichts holen. Aber ihr schon, und zwar 5 Monster. Und das ist halt komplett unfair. Das ist ein geschenkter OTK. Komplett lächerlich, die Karte aus heutiger Sicht, aber damals war sowas halt noch balanced. Aber mittlerweile überhaupt nicht mehr. Die Karte braucht dringend eine Ratung, weil so kann die Karte auf gar keinen Fall jemals wieder zurückkommen. Das wird einfach nicht passieren.
denn die Karte ist einfach komplett dumm designt. Also aus heutiger Sicht ist sowas natürlich viel zu stark. Wir haben zig Karten, die einfach ohne Probleme ja, sehr viel banishen können, beispielsweise Necroface. Und wenn man dann noch Dimensionsfusion hätte, könnte man wirklich ohne Probleme konstant diese 5 Monster holen. Und es ist einfach Seelenlast in viel zu overpowered, ja. Wie gesagt, bei so krassen Special Summon Effekten muss zumindest mal die Battlephase verloren gehen, weil sonst ist der OTK einfach geschenkt, das ist lächerlich. Aber selbst wenn die Battlephase weg wäre, könnte man damit einfach viel zu viel aufbauen und den Gegner quasi dann OTKen, indem man ein Board aufbaut, das er nicht brechen kann. Also, selbst wenn man die Karte hier erraten würde, sodass man quasi die Battlephase verliert, wäre sie immer noch zu stark und das ist schon krass. Wenn eine Karte quasi nach so einem starken Erratum immer noch zu broken ist. Also die Karte wird so wie gesagt nie wieder zurückkommen, eine Karte, die auf jeden Fall in dieses Format gehört. Eine der heftigsten Zauberkarten, die wir jemals gesehen haben. Aber wie gesagt, damals war die Karte noch halbwegs balanced, weil da konnte man halt noch nicht so viel banishen wie heute. Das war's aber auch schon mit der heutigen Folge, die besten Karten in Yu-Gi-Oh! Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr von den Karten haltet, die ich heute erwähnt habe. Und ihr könnt mir gerne weitere Karten in den Kommentaren vorschlagen, die ich mal in diesem Format erwähnen soll. Und an dieser Stelle auch Dankeschön an meine Patreon-Spender. Ohne euch würde es meine Kanäle vielleicht in einiger Zeit nicht mehr so geben, wie wir sie gewohnt sind. Deswegen riesiges Dankeschön an euch. Und ihr seht jetzt hier noch meine Endcard. Links ist mein Pokémon-Kanal, rechts daneben ist mein Sponsor und rechts daneben sind noch zwei Videos. Das obere wird euch von YouTube empfohlen und das untere ist die letzte Folge dieses Formates. Deswegen schaut da mal rein. Bis bald. Tschüss.